Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 3. Wir haben die Story durch. Wunderbare Story, interessantes Ende auch. Mit dem Ende hat man so gerechnet, ne, zwischendurch mit ein, zwei Wendungen vielleicht nicht. Aber war schön, hat mir gefallen. So, ich wollte mal gucken, es gibt doch hier irgendwo Eskalation eigentlich, oder? Wie komme ich denn an die Eskalation ran? Nee, das wollte ich nicht. Das hier will ich morgen machen. Heute wollte ich irgendwie tatsächlich. Wie kann ich denn auf Eskalation umschalten? Also wo finde ich die überhaupt? Ha, was haben wir denn hier? Eliminieren Sie Shihong Luo. Okay, irgend so ein Wissenschaftler. Einige Brecheisen haben ihre Position verändert und sind gerostet. Starten Sie mit begrenzter Ausrüstung, behalten Sie Ihr anfängliches Outfit bei, sonst scheitert die Mission. Okay. Die Mission kann erst abgeschlossen werden, wenn alle toten und bewusstlosen Körper versteckt sind. Haben wir sonst irgendwas? Nee. Keine Informationen verfügbar. Na, wir können auch gar nichts ausrüsten jetzt, oder? Wir schauen mal, wie das hier eskaliert. Bestimmt ganz wunderbar. They don't want people like us for that sort of thing. No, they only want people like us, the Flyer Cecil. That means it's too dangerous for rich people. Oh, I'm going. Ich bin so ein Obdachloser. I just need to find out where it is. The flyer has a symbol I need to find on the building. Okay, also da kann ich mich irgendwo bewerben. Wo ist denn hier so ein Flyer? Hier. Die Future Proof Initiative. Habe ich dazu keine Informationen? Nee, scheinbar nicht. Okay, wir schauen mal auf die Karte. Wo ist denn unser Ziel? Direkt hier neben uns eigentlich, im Gebäude. Halt zwei, drei Ebenen höher. Und hier gibt es auch einen Hintereingang. They started handing out to the homeless really got flowing in. Yeah, but it creeps me out how they're different when they leave. Yeah, I'd say they're different when they enter. Come on, you know what I mean. Like, they're not quite there. Some of them in a really bad way. I'd never accept participating in those experiments, no matter how well they pay. No one is asking you to. You just need to keep track of the ones who do. Muss ich erst alle drei Flyer finden irgendwie, oder? Dachte, ich komme einfach rein. Hey, listen. Ja, wem gebe ich jetzt diesen Flyer hier? Yeah. Hey. Let's get you out of the rain, shall we? Okay, hier bin ich richtig. Sir, if you want to come through, I'm gonna have to pat you down. Let's get you out of the rain, shall we? Just relax. You'll be on your way in a sec. Okay. All right. Follow me. Good job, sir. Thank you. Werden also Obdachlose untergebracht, an denen dann herumexperimentiert wird. Oh,
What's that smell? It's you. Oh, how can you stand it? Your clothes are so filthy, I can literally taste the stench. When did you last change your outfit? Seriously. I change my clothes all the time. Yeah, I bet you do. It's in there. Go take a seat. You understand? They'll get you and the other guys through the sign up. And you waive all future rights to seek further compensation? Yes. Who would you like to benefit from the proceedings all right if there. You yourself are incapacitated? Would you excuse me? Oh, so Hush liked the last one I sent up to the top floor. He'll be the one to conclude this phase. I knew Hush would be pleased with him. He signed up for the full package. Strong, too. I'll wrap up down here. Thanks, Junli. I was just informed that we don't need any more test subjects tonight. I don't understand. There's no work? Oh no, there will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow, and we'll schedule a new spot for you. Come in and take a seat. Ich? Ja, mach ich. Ich dränge mich mal vor. I'm sorry to inform you that we have all the test subjects we'll need for tonight. But you're welcome to fill in your information now and come back tomorrow. A guard is waiting outside the door. He'll escort you out of the building when you're done. Help yourself to an apple. Fear trouble. I do need my vitamins. Ich meine, Daten jetzt eingeben oder nicht, oder? I want you to escort the subject out of the building when he comes out. Understood. I hope to see you tomorrow. Vielleicht hätte ich hier einfach diese wunderbare Außentreppe benutzen sollen, die sich bestimmt irgendwo auf dem Balkon befindet. Okay, sobald ich da rausgehe, werde ich raus eskortiert. I know, I'm just... Ah, da kann ich tatsächlich jemanden verstecken. Hier ist nur ein Badezimmer. Ich dachte schon, da wäre irgendwas Cooles. So, kann ich hier irgendwie nach oben gelangen? Ich muss da noch eine Ebene nach oben, ne? Also eigentlich ist es quasi direkt über mir. Rain,
pure fantasy. Have you met Hutch? I have. Ich habe nichts, um die Tür aufzumachen. Oh, bitte. Upstairs, I've seen Hutch control their arms with his mind. Something. Not his mind, the machine. He talks straight to it with his brain. That's it. He's weird. With his condition, his project, and him being hooked up to the facility with that implant. Is that for real? It's for real. Not that big of a deal. It's where we're all going. Wo verstecke ich denn den guten Doktor dann? Das könnte noch ein kleines Problem werden. Vielleicht auch nicht da hinten. Wenn ich ihn dorthin zerre, ist es, glaube ich, mega gefährlich. Ich habe ja eigentlich keine andere Wahl. Ich hoffe, der bummelt da noch ein bisschen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier rauskomme, irgendwie aus der Tür. Noch weiter runter komme ich hier gar nicht. Ach so, ich kann mich jetzt natürlich einfach nach draußen eskortieren lassen, oder? Das müsste doch gehen. Ist weg.
Okay, da komme ich nicht mehr raus. Nicht noch irgendwo ein Ausgang in der Nähe. Wo sind die Ausgänge? Da beim Waschsalon und einer ganz am Anfang. Oh, die könnten mir ja ruhig einen dichteren einen Ausgang irgendwie geben. Ja, da hinten ist sogar blockiert. Okay, da wäre noch einer. Den gar nicht eingezeichnet. Hier ist doch einer. Kann ich den nicht nehmen? Ja, sowas in der Richtung hatte ich mir gewünscht. Einfach ein bisschen dichter dran. Ah, ich fahre mit dem Motorroller weg. Alles klar. Weggerollert. Letzte Zuflucht hieß es, glaube ich. So, was hat sich jetzt geändert? Ach so, wissen wir noch nicht. Ja, weggerollert und die letzte Zuflucht. Es müsste ja drei Stufen geben, ne? Eliminieren Sie außerdem Hui Hu. Ja. Türen im Block sind nun verschlossen. Das hält mich ja von gar nichts ab, oder? No, they only want people like us. The flyer says so. That means it's too dangerous for rich people. Don't do it. Oh, I'm going. This is my truck. Wir schauen mal, wo ist denn das zweite Ziel? Noch eine zwei Etagen höher noch. Okay. That flyer they started handing out to the homeless really got them flowing in. Yeah. But it creeps me out how they're different when they leave. I'd say they're different. Come on, you know it. Das Messer nehmen wir mit. Das sah nicht direkt aus wie ein Schnitzmesser, ne? Eher wie so ein Teppichmesser. Moment, wo ist denn mein Rohr an der? Ach, da. Könnte ich aufbrechen? You accept that you may suffer partial or complete memory loss. Yes. You understand that full compensation for the above mentioned is part of the agreement when signed. Hey! You waive all future. Listen! Seek further compensation. Yes. Who would you like to benefit from the proceedings if you yourself are incapacitated? Would you excuse me? Oh!
Oh, so Hush likes the last one I sent up to the top floor. He'll be the one to conclude this phase. I knew Hush would be pleased with him. He signed up for the full package. Strong, too, all things considered. I'll wrap up down here. Thanks, Junli. I was just informed that we don't need any more test subjects tonight. I don't understand. Is no work? Oh, no. There will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow, and we'll schedule a new spot for you. Achso, er geht da drüben hin und sie guckt sich hier um. Ach, die sind jetzt wirklich alle abgeschlossen. Ich dachte nur die Außentüren. Ah, verdammt. Dann will ich vielleicht gar nicht hier sein. Schade. I'm sorry, sir, but I can't let you through here. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich könnte natürlich mal gucken. Achso, hier gibt es natürlich das Baugerüst. Da komme ich auch relativ easy rein, tatsächlich. Gut zu wissen. Was gab es da auch zu dem Feuerlöscher? So, dann versuche ich mal hier reinzugehen. Those homeless people. Upstairs, I've seen Hush control their arms with his mind. Something like that. Not his mind, it's amazing. He talks straight to his brain. That's weird. That his condition, his project, and him being hooked up to the facility with that implant. Is that for real? For real. Not that big of a deal. Where we're all going. So, wie komme ich jetzt noch eine Etage höher? Durch das Treppenhaus komme ich nicht.
Außen entlang glaube ich auch nicht. Und hier rechts durch wird es glaube ich auch ein bisschen knifflig, ne? Das könnte ich höchstens mal versuchen. Vorher schaue ich mal, hier gab es doch irgendwo Werkzeuge und so Zeug. Da würde ich mich gerne noch ein bisschen eindecken. Funny how kids look so innocent when they sleep. They don't look like imbeciles. I don't know. John looks a bit like an imbecile when he's awake, too. Yeah, he does a bit, doesn't he? Wow, voll freundlich. Also ich hoffe, der geht noch irgendwo da drüben hin. Ja, ungefähr so. So, wo muss ich hin? Noch höher. Ich muss echt nach ganz oben. Ein Code. Oh. Das macht wahrscheinlich ein bisschen Lärm. Kann ich die Tür aufbrechen? Nee. Wo kriege ich denn den Zahlencode her? Irgendwo. Vielleicht klettere ich einfach hier zum Fenster raus. Die Tastenfelder nerven natürlich schon ein bisschen. Ich meine, meistens hat man ja bisher die Codes relativ easy rausbekommen. So, links oder rechts? Eigentlich direkt auf die andere Seite des Gebäudes. Da über die Brücke vielleicht. Ah, hier komme ich nicht durch, ne? Ich schätze mal, da wird auch irgendwie, vielleicht habe ich eine Chance aufs Dach zu kommen und mich von da aus irgendwie, da drüben komme ich halt schwer vorbei, ne, da guckt einer raus. Ne, aber ich komme auch leider nicht höher. Da bin ich schon.
Was für ein Spionageloch. Hier kann ich niemanden verstauen. Die Tür ist natürlich auch zu. Der Raum hier wäre wahrscheinlich am sichersten. Das hier ist nur so ein kleiner Abstellraum irgendwie. Es dürfte also eher nichts werden. Hier unten habe ich einen Schrank, richtig? Richtig. Ach, dann lasse ich ihn los. Das war natürlich so nicht geplant. So, ich muss die Typen ja aufräumen, sonst kann ich die Mission nicht abschließen. Und ich darf mich auch nicht verkleiden. Wirklich? Ich dachte, wenn ich die einmal von innen aufmache, dann bleibt die vielleicht auch offen. Aber dem ist schon mal nicht so. So, habe ich hier irgendeinen Hinweis darauf, was dieser Zahlencode sein könnte? Hier ist doch auch ein Schrank. Och, warum nehme ich den denn nicht einfach? So, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keine Anhaltspunkte. Ich habe überhaupt nichts. Eine Pfanne. Ja, nehmen wir mit. Kann ich nicht. Was ist denn mein Knopf, um Dinge hinzustellen? Ich weiß es nicht. Das sollte ich wahrscheinlich bei Gelegenheit mal ausprobieren. So, die müsste ich aufbrechen. Hier sehe ich halt nicht so irre viel. Achso, kommt sie jetzt hier an? Das sah ein bisschen so aus, oder? Ja. Und ich meine aber, das ist schon unser Ziel? Nee, unser Ziel ist da links irgendwie drin. Also wir müssten hier gleich die Tür links wieder nehmen. Brute! How would you feel if someone knocked you out?
Oh, for the love of God! Someone help! Take that shit to the octagon! Command! You read! Command, please acknowledge. Come in, command! You have got to be kidding. This is happening again! Wait! Hush! You... Was? Ich bin jetzt hier eingeschlossen? Das ist ja schon mal Oberscheiße. Mein Problem ist natürlich, ich muss die alle irgendwie. Wie halte ich denn die Tür davon auf, wieder zuzugehen? Fuck, ich hab verkackt, ne? Weil ich nicht wieder reinkomme. Man könnte von hier außen, wenn man halt den Code kennen würde, hier im Brechmittel einführen zum Beispiel. Ja, ich habe verkackt. Ich kann ja die Mission nicht mehr abschließen im Moment. Deswegen. Und ich komme nicht mehr rein. Ich kann diese Türen hier auch nicht aufbrechen. Ja, es war blöd, dass er halt nach hier draußen geflüchtet ist. Alle Körper müssen versteckt werden. Schwierig. Ist sehr schwierig. Ich könnte ihn da runterwerfen. In der Hoffnung, dass es da irgendwo eine Kiste gibt. Ich denke, ich hab's verkackt, Leute. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Hey, buddy. Nirgendwo jemanden verstecken. Wenn ich ihn irgendwo runterwerfe, stirbt er. An der Kamera, da komme ich nicht vorbei. Ja, nee, ich habe ganz offiziell verkackt, indem ich da einfach schon diese Tür aufgebrochen habe. Hatte ich es verkackt. Ich weiß auch nicht, wie ich da sonst irgendwie rein soll. Vielleicht die hintere Tür doch. Bisschen gruselig. Hi, lasst euch von mir nicht stören, bitte. What are you doing here? This is a restricted area. You're off, right? So, no, 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 no. Knocking people up. Nein, no. Das war natürlich so nicht der Plan. Hey, what the hell? Whoa, the king. Ich komme wieder hier hoch. Das würde also gehen. Someone help me deal with this asshole. Ich benutze die Gelegenheit nur, um mich ein bisschen zu scouten.
Okay, hier bin ich reingekommen, ne? Hey, what are you? Some kind of thief? You can't be here. Take this and this. That crazy guy brought all kinds of stuff. I feel him. He's hit. Three drinks for the one that kills this prick. Wo komme ich denn hier rein, wenn überhaupt? Ja, aber hier ist ja auch nicht die Tür. Nicht auf der falschen Etage zufällig. Nicht mehr auf der richtigen Etage. Aber das ist wirklich da hinten die Tür. Dann kommt man hier irgendwo rein. Ah, die Tür ist das. Und dann kommen wir von hier drüben rein. Das ist, glaube ich, der deutlich bessere Eingang. Ja. Gut, ja, da habe ich für heute verkackt. Stufe 2, also beim nächsten Mal nochmal. Und dann auch mit der anderen Tür auf jeden Fall, damit das nicht wieder eskaliert. Bis dahin war ja eigentlich alles ganz gut, ne? Ich werde beim nächsten Mal auch einfach das Gerüst benutzen, denke ich. Dann komme ich schon mal relativ easy rein. Aber ja, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.